Einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, es geht euch allen gut, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir haben es jetzt gerade 8 Uhr. Heute ist der 10. Mai und Ben hat heute Geburtstag. Er weiß von nichts. Ich habe einiges für heute geplant. Aber ich muss jetzt einmal los, weil ich noch ein paar Sachen besorgen muss. Und um 10 Uhr kommt dann schon die erste Überraschung. Vielleicht ahnt er dann schon was. Und ich nehme euch mit, Leute. Ich nehme euch mit und ihr dürft jetzt alle in die Kommentare schreiben: Happy Birthday, Ben! Ich bin jetzt erstmal tanken, weil der Tank ist leer. Das ist das erste Mal, dass ich alleine tanke. Und hier ist es so, dass es automatisch, also ich muss nur sagen, wie viel, und dann wird das gerade reingefüllt. Und ich sage euch ehrlich, Ben rechnet null damit, weil er nicht glaubt, dass ich hier in Ghana einen Geburtstag für ihn planen kann und gemacht habe. Deshalb, Leute, macht auf jeden Fall schon mal einen dicken Daumen nach oben, weil das ist krass. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß es ist. Ich schwitze so krass. Und es ist gerade Stau und das passt mir gar nicht. Weil ich wollte genau um 9 spätestens in der Mauer sein. Ich hoffe, es klappt alles. Erste Location haben wir erreicht. Oh, ich muss noch die Fenster zu machen. Von hier aus geht es ja nur noch nach Hause. Irgendwie immer ein bisschen Angst, dass ich angehalten werde. Weil ich habe ja einen Führerschein, also alles gut. Aber jetzt hole ich hier einmal die Luftballons raus. Eigentlich wollte ich das komplett alles irgendwo dekorieren. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, weil die erste Location, da darf ich da nicht dekorieren. Und die zweite Location, da kommen wir halt zusammen an. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Chance bekomme, das dann umzusetzen. Ich habe jetzt hier meine Ballons und ich dachte, ich kann das hier mit Gas auffüllen, aber die haben sowas hier nicht, also nicht hier in der Mall. Und ich habe so gehofft, weil ich da Luftballons gesehen habe, aber ja. Ich bin ja 10 Minuten zu früh. Der Supermarkt macht erst in 10 Minuten auf und der Laden hinter mir hier auch in 10 Minuten. Also muss ich jetzt warten. Ben hat mir gerade geschrieben, dass er spontan einen Termin reinbekommen hat. Das heißt, er muss eigentlich so eine halbe Stunde los. Ich habe zu ihm gesagt, muss bitte ein Uber nehmen, weil ich schaffe das nicht. Ich bin jetzt einmal kurz hier und muss nach einem neuen Kleid für Kinaya schauen, weil sie leider so rausgewachsen ist aus ihren Sachen. Bin mal gespannt, was ich hier Schönes mitnehme. Und dann geht's weiter. Also richtig viel Auswahl gibt es hier gerade nicht. Und das weiße Kleid ist mir ein bisschen too much so. Deswegen glaube ich, nehme ich dieses Sweetie süße Dresschen mit. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Das passt auch zu dem Outfit, was ich farblich anziehen möchte. Und es passt auch zu Ben seinem Outfit, was ich in meinem Kopf ihm schon rausgesucht habe. Leute, stimmt mal kurz ab. Dieses Kleid hier und das Hemd passt doch farblich gut, oder? Dann kriegt Caden nämlich auch jetzt ein Hemd. Damit die beiden einfach in derselben Farbe sind. Und ich überlege jetzt noch, die Hose dazu zu holen. Aber findet ihr, das passt? Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, Leute, ich bin jetzt hier und ich sage euch ehrlich, die Auswahl ist nicht so top. Deswegen fahre ich jetzt wieder und muss noch mal woanders hin. Happy Birthday! Danke! Das ist jetzt ein Termin, ne? Ja, ich habe einen Termin. Was steht denn an? Ich weiß nicht. Sag doch bitte, mach daraus jetzt kein, mach doch daraus jetzt keine große Sache hier. Ich hoffe, du freust dich, weil ich habe mir echt Mühe gegeben. Natürlich, freue mich, egal was passiert, ich freue mich. Ja. Könntest du mir sogar ein Bild machen, ich würde mich darüber freuen. Oh, wie süß war Caden aber gestern. Leute, ich füge euch das Foto hier ein, das ist so süß. Er ist so lange wach geblieben und hat einfach aus Gedanken raus gemalt und ich dachte mir, er hat einfach bis 0 und 0 gewartet, weil er warten wollte, bis Papa Geburtstag hat. Genau, ich war noch duschen, er meinte, Papa, ein bisschen fertig. Wir wollten irgendwie sein Bild zeigen, das war schön. So süß einfach. Süß. Auf jeden Fall, Leute, ich habe euch gesagt, es wird heute richtig krass. Also Daumen nach oben. Wie gesagt, ich hoffe, krass. Die Überraschung lohnt sich, Leute, weil da steckt so viel Arbeit und Planung hinter. So kann man sie nicht auf, was meinst du? So ist es gut. Ja, kannst du machen. So wie Maradona. Maradona spielt Fußball. Jetzt hier draußen und das Auto, was ich gemietet habe. Achso, ihr wisst es ja noch gar nicht, Leute. Ich habe ein Auto gemietet, weil wir etwas weiter fahren. Und ich möchte eine entspannte Fahrt haben. Das ist ja unser Porsche hier in Ghana. Der ist zwar top und auf ihm ist auch eigentlich immer Verlass, aber ja, ich wollte Ben einfach eine Freude machen. Ein großes, tolles Auto fahren hier, dann auch mit AC drin und ein automatisches Auto, also mit Automatik. Das wird richtig cool, aber irgendwie kommt das Auto hier gerade nicht an. Und ich habe schon im Voraus bezahlt, erst die Hälfte, damit die Reservierung durchgeht. Und dann jetzt gerade der Rest, weil er gesagt hat, der Fahrer ist irgendwie jeden Moment hier. Aber ich sehe hier weit und breit niemanden. Ben ist jetzt unterwegs. Das Auto ist immer noch nicht da. Also Ben ist schon unterwegs. Ich habe ja gerade schon... Ben komplett durcheinander. Ja, das Auto ist immer noch nicht da. Ben ist aber auch schon vorher weggefahren. Und ich werde jetzt einmal unseren
Koffer packen. Die Kinder wissen auch noch nicht, wohin es geht. Auf jeden Fall packe ich jetzt unseren Koffer für uns alle vier. Und dann hoffe ich, dass das, was ich gemietet habe, jetzt bald kommt. Auf jeden Fall warte ich dann auf Ben seine Nachrichten, dann hole ich ihn ab. Irgendwann später. Leute, ich glaube, ich wurde verarscht. Das Auto ist einfach immer noch nicht hier. Es ist schon eine Stunde angeblich. Und vor einer Stunde meinte er, oder knapp einer Stunde meinte er, ja, er ist jetzt da und da und das ist vielleicht 5 Minuten von hier. Er meinte dann, ja, der Driver braucht dann die zweite Zahlung. Also ich habe halt 60% gestern schon zahlen müssen, damit die Buchung bestätigt wird. Kann ich verstehen. Das musste ich bei der Location, die wir heute besuchen, auch machen. Da habe ich aber auch eine E-Mail bekommen, dass das bezahlt worden ist und von der Autovermietung nicht. Jetzt rufe ich die ganze Zeit an, die gehen nicht dran auf Instagram, die schreiben mir nicht mehr zurück, ich habe keine Telefonnummer. Beziehungsweise da ist eine in dem Insta-Profil, aber ich bezweifle, dass die da rangehen. Ja, ich könnte heulen gerade, Leute, weil das gehört eigentlich zum Plan heute dazu und ich bin richtig sauer gerade. Okay, Leute, wir haben jetzt doch ein Auto. Es hat alles geklappt. Ich musste ein neues Auto mieten. Und jetzt holen wir Benny und dann Überraschung! Und ich fahre in Ghana alleine. Aber mit meiner Mami. Meine Mami sagt mal, du musst hupen. So, tut, tut, tut. Dann schaffen wir alles. Yeah, let's go. Leute, wir sind auf der Autobahn. Hier wird gehupt. Immer hupen, wenn euch ein Auto zu nahe kommt. Und wir sind jetzt gleich in 12 Minuten bei Ben und ich bin gespannt, wie er reagiert. Hallo, schöner Mann! Ich habe meinen Mann hier abgeholt. Komm, rüber! So, ihr habt seine Reaktion gerade gesehen. Damit hätte er auf gar keinen Fall gerechnet. Wenigstens hat es auch geklappt. Das Malheur erzählen wir ihm aber erst später. Jetzt geht's gleich weiter. Ich bin sehr gespannt, wie er das dann dort findet. Und das Spektakulärste gibt es dann erst heute Abend. Ich habe euch gar nicht gesehen, du meintest, du kommst. Ich dachte, ihr kommt mit unserer Toyota. Auf einmal hast du so ein Auto. Ja, ich wollte eigentlich noch was Besseres, aber ja, es gab Komplikationen. Du darfst also in dein Auto einsteigen. Mein Auto oder nur für heute? Für ein paar Tage, weil wir haben was vor. War das teuer? Kennst du? War das teuer? Das hat halt ein bisschen länger gedauert leider. Du musstest ein bisschen warten. Nee, weil ich das abholen musste und es gab ein paar Komplikationen. Aber das erzählen wir dir dann später. Sag mal deinen Freunden, ciao. Du darfst dann natürlich ab jetzt weiterfahren, weil für mich war schon Struggle genug gerade. Nein, Spaß war eigentlich nicht. Mama meinte so, schaffst du alleine zu fahren? Ich so, ja, schaff ich schon. Bis später. Wir fahren jetzt zur nächsten Location und du darfst da hinfahren, ne? Oha. An seinem Geburtstag. Leute, warum ist er so süß? Er meinte gerade, wo sind meine Kinder? Mir fehlt was. Ich wollte doch auch mit meinen Kindern sein. Ja, hab ich doch gesagt, hä? Todessüß. Aber ist auch so. Aber wie fährt sich da, sei mal ehrlich? Fährt sich gut, ich denke, besser als Manuel, oder? Manuel. Besser als Scheiben, ne? Auf jeden Fall. Und weißt du, was einfach Highlight ist? AC. Ja, AC, genau. Man muss Fenster nicht aufmachen und diese ganzen Abgasen abbekommen. Das ist das. Du weißt, du bist immer durchgedreht, ne? Immer direkt Fenster zu. Immer zu, wenn diese dreckige Luft kam. Aber jetzt ist entspannt. Und jetzt fahren wir zur ersten Location. Dann kann man auch links verbinden. Ja, aber du musst stehen. Dann kann man das mit Bluetooth verbinden. So wie auch in Deutschland. Ja, kennt man als ja. Als was Neues dazu. Auf jeden Fall, Leute, die erste Überraschung ist gelungen. Mit sehr viel Stress. Ja, also, das ist krass. Also die ist wirklich, ne? Ich dachte... Du meintest auch schon, ja, ihr müsste da sein, aber ich komme raus. Ich habe gar nichts gecheckt. Dann stand du da und ich dachte, hä, von wo ist sie rausgekommen? Das Ding ist, als ich vorbeigefahren bin, dachte ich, du hast mein Gesicht gesehen. Aber du hast gar nicht auf das Auto, glaube ich, geachtet. Natürlich nicht, weil das ist ja nicht mein Auto. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, Toyota Grau. Yeah. Toyota Grau. So, der Herr, wie war die Fahrt? Die Fahrt war natürlich sehr, sehr gut. Wegen AC? Wir sind jetzt bei der ersten Location angekommen, Leute. Nennt sich der Antioch Lounge and Bar. Und die Besitzer, wie ich weiß, sind die Besitzer auch aus Deutschland. Aus, ne? Deutschland, ja. Und hier haben wir jetzt einen Tisch reserviert. Seid euch ehrlich, es läuft heute irgendwie gar nichts nach Plan. Es ist die zweite Sache, die nicht so läuft. Wir haben jetzt, ich habe was bestellt. Jetzt weiß ich auch was. Also, ich habe eine Torte bestellt. Also, trotzdem, und bis jetzt alles gut verlaufen, finde ich. Nee, das ist der Effekt. Der Effekt macht es, weißt du, und wenn jetzt die Torte nicht kommt, ist es eigentlich echt Quatsch. Alles gut. Naja. Also wie gesagt, ihr seid meine Törtchen.
alle, die, genau, alle, die am Start sind, ist ein großes Geschenk, deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Torte, sage ich dir ganz ehrlich. So, Freunde, hier ist der Eingang. Ey, das sieht richtig geil aus, Mann. Ich wollte jetzt mal ein bisschen filmen. Also, das sieht echt geil aus, ne? Antioch, ne, heißt das? Antioch. Antioch und die Besitzer aus Germany war das. Liebe Grüße. Ah, das ist voll groß, Daisy, ja? Das ist richtig groß, Digga. So, ich gehe jetzt einmal kurz hier zum Parkplatz, weil jetzt die Torte, glaube ich, kommt, die eigentlich nicht kommen wollte, weil da ein paar Komplikationen da waren. Aber jetzt kommt die Torte wohl doch, ein paar Ballons und die Kinder. Und jetzt haben wir auch das Essen bestellt, das heißt, jetzt kann es auch endlich gleich losgehen. Ach ja, ist nicht alles nach Plan gelaufen, aber er freut sich. Wow, da seid ihr ja! Voll schön, zeig mal! Warte, wir gehen alle zusammen, oder? Hey, ihr seht so schön aus! Hey! Was ist los, Mann? Ihr seht ja richtig Kinder! Okay, komm mal her! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Breezy macht wieder mal Stimmung, ne? Happy birthday to you! Meine Süße, check the music! Ey, ihr seid ja Papa hat euch vermisst! Ja. Ah. Mein Löwe! Ich bin so glücklich, ey, Mann! Oh, Mann. Papa hat euch vermisst die ganze Zeit! Ah. Ich hab nicht irgendwie sowas für... Das erste Essen ist da! Endlich alle vereint! Reezy, hast du Hunger? Knall, Hunger? Ihr habt alle Hunger, ne? Was sagst du bis jetzt? Alles gut gelaufen? Alles gut, ich liebe das, genau so. Nichts Falsches gemacht, alles super. Nur ein bisschen länger gedauert, aber sonst alles wollte gut, eigentlich ne? Nur alle hier haben, schöne Zeit haben und abhauen. Mehr jetzt nicht. Genießen wir ab, jetzt wird genossen, genau, okay? Hier ist fast alles leer, Leute. Und wir haben jetzt noch, oder bestellen jetzt noch ein paar Sachen, weil davon sind wir nicht satt geworden, ne? Nein. Dankeschön, hey, danke. Kaden und Tyrese, was sagt ihr? Ist es nice? Ja! Meine Bodyguards mit mir. Wow, schmeckt? Hey! Auf ein neues Lebensjahr. Ganz viel Glück und Gesundheit. Ganz viel Anstrengung, ja? Ja. Gönnt euch. Guten Appetit. Danke. Schmeckt's? Ja. Schmeckt's dir, ne? Lecker, 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 lecker. Kinder, gib mal, schmeckt das? Danke. Du darfst mir jetzt sagen, wie war dein Tag? Ein bisschen ja, chaotisch. Chaotisch, aber trotzdem gut, weißt du? Ja. Guck mal, also, das sieht schön aus, schön. Ne? Das sieht so bei Night aus. Das Licht und so. Hier ist das Geburtstagskind. Das war sehr, sehr gut. Today is a good day. Good day. Today was a good day. Freut mich. Das zählt. Hast du richtig gut gemacht. Ja, du bist die Beste. Ehrlich. Eine Sache jetzt noch. Wir müssen jetzt ein bisschen fahren, aber. Ihr seid die Beste. Du bist der Beste. Hier, Leute, das ist das Auto auf jeden Fall, womit Daisy mich abgeholt hat. Sehr, sehr schönes Auto, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß, ich glaube, das Baujahr 2010 oder so. Keine Ahnung, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Hier, das sieht so in der Nacht aus. Sehr schön. Und Mama, bist du satt? Ja. Irgendwann später. Endlich angekommen, würde ich sagen. Angekommen. Tada, Leute, ich bin so kaputt. Ich bin auch kaputt. Es war eine lange Fahrt. Die Fahrt war schon lang, ja. War sehr lang, sehr chaotisch und sehr stressig. Aber wir sind jetzt da und ich würde sagen, also Ben möchte euch schnell den Balkon zeigen. Aber eine komplette Roomtour gibt es im nächsten YouTube-Video. Das ist jetzt die Aussicht hier von draußen. Und da ist der erste Pool. Hier gibt es drei Stück. Drei Pools gibt es hier. Und wir werden das morgen hier alles erkunden und euch zeigen, wie das hier aussieht.
Du darfst jetzt Ciao sagen. Darf ich Ciao sagen? Leute, ja. Danke auf jeden Fall. Das war ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Ey, das ist echt unvergesslich. Danke, dass ihr zugeschaut habt und danke für die ganzen Glückwünsche. Und ja, ich genieße jetzt nochmal die Zeit schön hier. Paar Tage. Bevor wir uns komplett verabschieden, wollte ich euch noch mal zeigen, wie das hier aussieht. Wir haben zwei Zimmer, also hier ist der Eingang. Und dann haben wir Zimmer Nummer 1. Eigentlich schlicht. Ja, schlicht. Stand AC. Und da oben ist auch noch eins. Ja, sieht doch nice aus, oder? Und dann wird man kurz längs. Hier Fernseher. Hier, das sieht so aus. Wohnzimmer. Kann man ein bisschen chillen. Das ist richtig nice, oder? Das ist auch richtig fresh. Sieht nicht schlecht aus. Hier. Sagt ihr Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr es. Ist nice. Hey, wieder hier. Hey, was geht ab?